Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go 18 Eier, Folge 14, glaube ich. Und die nächsten 9 Eier gehen auf. Fangen wir an mit... Das Sternstück läuft natürlich wieder. Wir sind ja nicht vergesslich. Und das erste, ein Porygon. Das kam jetzt aber schon ein paar Folgen nicht mehr. Wird also Zeit, dass es auch mal wieder dabei ist. 1400 Sternenstaub. Bester Satz. Weiter geht es. Ich hoffe natürlich wieder auf Tauros und Kangama. Ein Slimer. Sicherlich kein 100er mit 2100 Sternenstaub. Zweiter Satz. Also weiter geht's. Und ich hoffe, viele von euch haben noch ihre Alolas aufgehoben und ihre Kontinentalen, damit wir dann noch ein paar Trade-Sessions machen können. Das nächste Porygon dabei mit 2400 Sternenstaub. Bester Satz, KP auf 15. Ach, KP, Verteidigung stand ja da. Verteidigung auf 15 natürlich. Ein Alola Kleinstein war jetzt auch nicht mehr so häufig, also in der letzten Sendung glaube ich gar nicht dabei. 2200 und Angriff beste, aber nur zweiter Satz. Da geht noch einiges. Da freut sich der Ismo natürlich über jedes Kleinstein, was da rauskommt. Und da ist das erste Kontinentale, ein Kangama mit 1700 Staub. Aber leider nur der zweite Satz. Schon fast 400 Bonbons natürlich. Aber immer noch kein gutes. Obwohl, ein Kangama. Vielleicht ist das ja jetzt besser. 13,50. Auch nur zweiter Satz. Hat nämlich sogar noch weniger als das von eben. Deswegen habe ich auch so viele Bonbons jetzt gehabt, weil das gleich zweimal dabei war. Ich glaube aber, ich habe sogar einen 96er bekommen letztens. Ein Mauzi noch dabei. Mit 1200 Staub, bester Satz, Angriff, Verteidigung, beides auf 15. Und obwohl wir schon ein 100er haben, haben wir in der letzten Folge, glaube ich, noch ein 98er bekommen. Also Mauzi geht richtig ab. Deswegen ist es auch nochmal dabei zum Schluss. Mit 1800 Sternenstaub, bester Satz, KP, Verteidigung, aber nur wirklich hoch. So. Das waren die ersten Eier. Wir melden uns zurück mit den nächsten. Und ja, bis dahin fleißiges Brüten. Wir sehen uns. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der zweite Teil diesmal. Und diesmal ging sogar ein 10er Ei auf. Das möchte ich euch jetzt kurz hier reinschneiden. Da war das Sternstück leider noch nicht an. Und es ist ein Knackleon geworden. Der Linke ist gerade links neben mir gelaufen und hat noch gesagt, das ist doch bestimmt ein Knackleon, dann schlüpft es. Und es ist natürlich ein Knackleon, also entweder ist er Hellseher oder er bekommt auch nur Knackleons. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so demnächst aus den 10 Eiern bekommen habt. Aber egal, wie ihr seht, wir haben Hausverbot im Einkaufszentrum. Deswegen geht es jetzt weiter wieder außerhalb. Nein, ist natürlich nur Spaß, aber trotzdem gehen die nächsten Eier auf. Wieder mit Sternstück, weil... Wir sind ja fit, ne? Und diesmal haben wir ein Porenta. Das startet gleich sehr gut mit dem nächsten Kontinentalen. 1200 Staub dabei, aber leider nur zweiter Satz. Das Go Plus vibriert verrückt in der Tasche, aber wenn ich jetzt klicke und es dreht die Arena, dann habe ich ja gleich wieder ein paar Eier aufgesammelt, die ich nicht wollte, denn ich wollte ja einfach nur die aus den Geschenken erhalten. 2080 für das Dicta. Mit, jetzt verdrücke ich mich schon, nur dem zweiten Satz. Kein Problem, hat man wieder was zum Wegwerfen, dass der Beutel nicht so überquillt. Und das nächste Kontinentale am Start mit Kangama. 1344 Sternenstaub, bester Satz, KP, Angriff, Verteidigung. Wirklich hoch schon wieder, ich hasse es jedes Mal. Das macht jedes Mal so... Bock drauf, ein 100er und du schaust dir die Sätze an und der letzte Satz vermasselt einfach komplett alles. Aber ein Sandan ist noch dabei mit 1500, also da würde ich mich über ein 100er jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr freuen. Hat auch nur den zweiten Satz. Und es ist richtig gutes Wetter eigentlich zum Eierbrüten und zum Laufen. Ein Kangama, das nächste natürlich. Vielleicht haben wir jetzt die Chance. Ich habe mir leider den Wert nicht gemerkt von dem davor. 1200 Staub, Verteidigung 15.
ja, wenn mal was 15 ist, dann natürlich nur ein Wert. Denn die Sonne scheint nicht, es ist eigentlich ein bisschen kühl, aber es ist nicht wirklich kalt und da läuft man natürlich gerne rum, da kommt man nicht so ins Schwitzen. Das nächste Sandan mit 1700, bester Satz, KP-Verteidigung, aber auch nur wirklich hoch. So, das dürften jetzt schon wieder fast alle Eier gewesen sein. Eins geht noch auf und das nächste Sandan, also heute überwiegt Kangama und Sandan mit 1500 und wie ihr seht, bester Satz, KP, Angriff, beides auf 15. Und irgendwie hängt sich das Handy immer mehr auf, es wird immer ruckelhafter, das ist einfach überhaupt nicht mehr flüssig. Jetzt weiß ich, was Schilling immer meint, wenn er sagt, dass seine Aufnahmen wenigstens immer flüssig und gut bedacht sind, während bei anderen es da so ein ruckeliger Haufen ist. Ein Porygon noch mit dem besten Satz, aber da haben wir auch schon das 100er bekommen. Genau, und das dürfte jetzt gewesen sein, das Garaborn hat auch noch einen Bonbon gefunden. Wir checken nochmal das Kleinstein ab. Leider kein Shiny, aber wir sind zurück in der nächsten Folge. 18 Eier, denn das Event ist auch bald zu Ende. Ich glaube, heute ist der 28. Also noch zwei Tage, zwei Folgen werden noch kommen, auf jeden Fall. Mal gucken, wie ich die Eier aufnehme. Vielleicht werden es noch drei. Aber gespannt, was noch alles kommt und ob vielleicht noch ein 100er dabei ist von den Kontinentalen. Deshalb dranbleiben, einschalten. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.